Moin Moin, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von 2-4 Fashion TV. Es ist offiziell, der Sommer ist vorbei. Das heißt, wir nähern uns langsam den kälteren Tagen. Und damit da in Sachen Styling nichts schief läuft, stelle ich euch den passenden Trend zur Jahreszeit vor. Wolle, Strick und Grobmaschen. Und wie ihr diese Materialien gut miteinander kombinieren könnt und was sonst noch so dazu passt, das erfahren wir heute in der Sendung. Hier mal ein kleiner Vorgeschmack. Zum Sommer gehört der Bikini und zum Winter gehören Strickmaschen und Co. Ein Trend, auf den man sich also verlassen kann. Natürlich auch im Winter 2012. Doch diesen Winter ist uns von 2-4 Fashion TV ganz klar etwas aufgefallen. Die Designer sind viel bunter und mutiger auf den Modenschauen von Paris bis New York vertreten. Farbenfroher Strick, der Trend in diesem Winter. Kuschelig warm umhüllt von den vielen Maschen ist man bestens gewappnet für kalte Tage. Besonderer Hingucker ist voluminöser Oversize-Strick, der oftmals sehr derbe wirkt. Trägt man diesen jedoch mit edlen Stoffen wie Seide oder Leder, wirkt er sehr exklusiv und schick. Schön sind aber auch Komplett-Looks, wie man sie beispielsweise beim Münchner Kaschmir-Label Alüth findet. Von schmalen Röcken fürs Büro über figurbetonte Kleider für den Abend bis hin zu Hosen, Blazer, Mäntel und Tops für den stylischen Alltag. Hier findet man Strick in jeder Art und Weise. Wunderschön und absolut im Trend. Passende Accessoires sind dieses Jahr Oversize-Mützen und Schals. Die sind super stylisch und warm. Eine tolle Kombination. Das finden auch die Stars und Sternchen, denn neben der Sonnenbrille ist die Wollmütze dort das Trendaccessoire überhaupt. Wisst ihr was, Leute? Irgendwie freue ich mich total auf diese Jahreszeit. Ich liebe nämlich Mützen. Mützen in allen möglichen Farben und Ausführungen zu allen möglichen Outfits. Aber ich will euch heute nicht nur erzählen, sondern ich will auch fragen. Deswegen habe ich mir eine unserer zwei Fashion-Bloggerinnen vom 2-4 Fashion Blog eingeladen, und zwar Tui. Hallo Tui. Sag mal, bist du ein Fan von Wolle, Strick und Grobmaschen? Ja, ich mag gerne grob gestrickte Pullis, vor allem Oversize-Pullis, die du und ich sie da jetzt tragen. Weil sie einfach locker sind, warm halten und man fühlt sich einfach gut darin im Winter. Ein guter Trick, um irgendwie trotzdem leger auszusehen und dass es warm hält und der Jahreszeit entsprechend. Was magst du sonst noch so? Ich mag gerne Kleidung mit eingearbeitetem Strick, zum Beispiel eingearbeitete Strickärmel oder halt einen Rock mit einem gestrickten Saum. Das alles und noch viel mehr zum Thema Strick findet ihr hier. Designerin Isabelle Marant ist eine Vorreiterin und Visionärin der modernen Strickkunst. Die Deutsch-Französin arbeitet in jeder ihrer Kollektionen mit Strickelementen. Doch bei ihr wird nicht nur mit Wolle gearbeitet. Fäden aus Baumwolle, Jersey und Co. werden zu tollen Outfits zusammengestrickt und machen einen unverwechselbaren Look aus. Mode für feminine, sinnliche Frauen, die noch dazu voll im Trend liegen. Aber natürlich findet man Strick nicht nur auf großen Designershows. 2012 haben wirklich alle Labels Strickelemente in ihren Kollektionen. Ein Trend, der sich durchgesetzt hat. Das Herrliche ist ja, dass man zwei Trends gleich verbinden kann, und zwar DIY, was ja so viel heißt wie Do It Yourself. Ja. Außerdem ist Selbststricken wieder total angesagt. Es gibt richtige Strickcafés, wo man bei einem Latte Macchiato sich noch schnell einen Pulli stricken kann. Oder hast du von der Strickgerilla-Aktion gehört, wo die so Straßenlaterne in bunt umstrickte Mäntel packen? Finde ich voll cool. Verschönert irgendwie das Leben. Kannst du denn selbst stricken? Ich konnte das mal, ich habe es ein bisschen verlernt, aber ich glaube, ich besuche bald mal so ein Café. Da wird es einem auch beigebracht. Ja, was du auch noch machen kannst, wenn du einen langweiligen Pulli hast, den du jetzt nicht so unbedingt tragen würdest, kannst du den ja immer noch aufpimpen. Du kannst etwas einnähen, du kannst immer noch kleben. Und zum Beispiel ein Schmetterling und ein paar Paillettchen. Da haben wir nämlich was vorbereitet. So, Tui, wollen wir uns einfach mal auslassen? Auf jeden Fall. Okay, los geht's. Während Tui und ich hier noch ein bisschen weiter experimentieren, seht ihr, was unsere New York-Korrespondentin Katrin vorbereitet hat. Hier kommt der 2-4 Fashion Trend-Tipp in Sachen Strick. Liebe 2-4 Fashion TV-Fans, vor 4 Jahren habe ich den Kombinator erfunden, weil ich nicht wusste, was ich auf meine erste New Yorker Fashion Week anziehen sollte, und habe einfach die Kleider, die ich hatte, an meine Zimmerwand gehängt und sie mit verschiedenen Jacken und Schuhen durchprobiert. Und das Ganze abfotografiert, um auf dem Foto zu sehen, was am besten zusammenpasst. Bis heute benutze ich dieses Kombinator-Tool noch oft und habe meine liebsten Strickkleider für euch durch den Kombinator geschickt.
meine Stylings haben euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. So, Freunde der großen Modeunterhaltung, wir haben unser Mützchen fertig gebastelt. So sieht es aus. Tada! Und ich habe noch eine persönliche Frage an dich, Tui. Stehst du auf Männer in Strickmoden? Also eine schlichte Jeans, T-Shirt und eine Strickjacke rüber und noch mit einer Mütze. Ich glaube, das fände ich ganz gut. Und 3 Tage Bart. Ja, genau. Ah, ach, Strickpullis sind auch toll, diese ganzen norwegischen Muster. Genau. Und ein bisschen Farbe sollte auch sein, finde ich, oder? Ja. Der Winter und der Herbst sind sowieso ein bisschen grau und da können die Männer sich mal was trauen. Zusammenfassend ist zu sagen, im Winter 2012 können Frauen und Männer Strick tragen. Es hält warm und sieht auch noch gut aus. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns in 2 Wochen wieder mit einer frischen Folge. Und eins ist zu sagen, es wird heiß, denn bei uns dreht sich alles um Dessous und Unterwäsche. Seid dabei, ich sage ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Tui, dass du da warst. Ja. Ciao, Kakao.